Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin zusammen! Ihr merkt, im Erdkundeunterricht geht's fast immer darum, wie eine Entwicklung, wie zum Beispiel Tourismus oder Landwirtschaft, die Natur und die Menschen beeinflusst. Und ihr müsst dann bewerten, ob die Entwicklung gut ist oder nicht. Ziel ist immer eine nachhaltige Entwicklung. Was das ist und wie euch das Konzept hilft, bessere Noten zu bekommen, erfahrt ihr gleich. Okay, was ist jetzt Nachhaltigkeit oder genauer eine nachhaltige Entwicklung? Da gibt's eine dicke Definition. Eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die es der derzeitig lebenden Generation erlaubt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, deren eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Anders gesagt, die Leute, die jetzt leben, sollen den zukünftigen Generationen nicht die Chancen verbauen. Drückt am besten einmal Stopp und lest die Definition nochmal durch. Okay, was heißt das jetzt genau? Am einfachsten versteht ihr das Konzept mit einem Beispiel. Das ist der Fischer Claudio. Claudio lebt heute, er gehört also zur derzeitig lebenden Generation. Claudio hat das Bedürfnis, mit der Fischerei seine Familie zu ernähren. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste ist nicht so nachhaltig. Claudio kann mit seinen Kollegen so viele Fische fangen, wie sie können. Claudio macht auf diese Weise eine Menge Cash und seine Familie kann mal richtig die Sau rauslassen. Das Ding ist nur, nach ein paar Jahren ist das Revier von Claudio überfischt. Sein Sohn Oscar möchte auch ultra gerne Fischer werden. Oscar gehört zu einer zukünftigen Generation, ist klar zur nächsten nach Claudios Generation. Weil kaum noch Fische da sind, kann Oscar dann sein Bedürfnis, Fischer zu werden, nicht mehr befriedigen. Und das Ganze, weil Claudio vorher so auf die Kacke gehauen hat. Heißt nach der Definition, die Möglichkeiten für die Erfüllung der Bedürfnisse von der zukünftigen Generation, also der von Oscar, werden durch die jetzige Generation, also von Claudio, gefährdet. Das ist dann also eine nicht nachhaltige Entwicklung. Gut, und wie könnte Claudio nachhaltig handeln? Mit anderen Worten, wie bekommt Claudio es hin, dass sein Sohn Oscar seinen Traumberuf vom Fischer antreten kann? Naja, eigentlich ganz einfach. Claudio und seine Kollegen könnten abmachen, nur noch so viele Fische zu fangen, dass sich die Fischbestände jedes Jahr wieder erholen. Dann bekommt Claudio nicht ganz so viel Geld, aber Oscar kann fischen. Das wäre dann eine nachhaltige Entwicklung. Okay, jetzt hat die Nachhaltigkeit in dem Beispiel eine Menge mit den natürlichen Gegebenheiten, also dem Fischbestand, zu tun. Nachhaltigkeit kann aber auch andere Gebiete umfassen, wie die Bildung. Oscar hat noch eine Schwester, Maria. Maria möchte gerne Medizin studieren, das ist wieder ihr Bedürfnis. Dafür muss die Familie eine Menge Geld ansparen, das Studium ist ganz schön teuer. Claudio steht dann vor einer Zwickmühle. Er kann entweder weniger fischen, damit sein Sohn Fischer werden kann. Oder er fischt so viel er kann, um Maria das Studium zu ermöglichen. Das Beispiel soll euch zeigen, dass die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit sich gegenseitig beschränken können. So wie hier Natur und Bildung. Wenn ihr sowas im Unterricht oder bei Analysen herausfindet, dann begeistert ihr eure Lehrer so richtig. Im nächsten Video bekommt ihr noch ein Tool, mit dem ihr solche Gegensätze ganz einfach herausfinden könnt. Das Dreieck der Nachhaltigkeit. Okay, was solltet ihr jetzt mitnehmen? Am wichtigsten ist, dass ihr das Konzept der Nachhaltigkeit versteht. In einem Satz, heutige Generationen sollen die Möglichkeiten von zukünftigen Generationen nicht einschränken. Dann ist wichtig, dass es verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit gibt, zum Beispiel eine Bewahrung der Umwelt wie der Fische. Oder eine Nachhaltigkeit beim Thema Bildung, wie bei Marias Studium. Zuletzt solltet ihr verstehen, dass sich die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit beeinträchtigen können. Wie genau das abläuft, erfahrt ihr im Video zum Dreieck der Nachhaltigkeit. Wenn ihr das verstanden habt, dann kann echt nichts mehr schiefgehen. Wenn ihr das Thema sehen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!